In der Interlogistik sind dezentrale Antriebe sehr beliebt. Ich bin hier auf der SPS IPC Drives 2016 am Stand von Nord Drive Systems und ich habe hier einen neuen Umrichter entdeckt. Was der kann, schaue ich mir jetzt mal genauer an. Hier ist das gute Stück. Es nennt sich Nordark Link und ist ein sogenannter Feldverteiler. Er wird also dezentral beispielsweise bei Förderstrecken entlang angebracht. Was ist das Besondere an diesem Gerät? Das Besondere ist die einfache Installation im Feld. So gut wie alles daran ist steckbar. Das heißt hier Stromverbindungen, Motoranschlusskabel, alles mit großen Viereckstecker. Man hat hier die M12 Rundstecker für Sensoren, Aktoren, hier für die Steuerleitungen. Das heißt, die Verkabelung im Feld, die Montage ist wirklich einfach. Es können so gut wie keine Fehler mehr passieren und es geht richtig schnell. Was haben wir hier sonst noch? Natürlich ein Betriebsartenwahlschalter. Man kann manuell Vor- und Rücklauf machen. Man kann den Strom an- und abschalten, selbstverständlich. Und kann ihn vielfältig benutzen. Wie man das genau kann und was für Möglichkeiten es gibt, schauen wir uns am nächsten Exponat an. Hier haben wir eine schöne Messeanwendung, eine typische Messeanwendung, eine verteilte Förderstrecke. Die ist hier nach oben gestapelt, aber das Grundprinzip ist, glaube ich, klar. Es werden hier mehrere Segmente von mehreren Umrichtern angesteuert. Was man hier sehen kann, ist, warum er Nordark Link heißt, weil sie nämlich verbindbar sind, die Umrichter. Beispielsweise die Stromversorgung ist daisy-chainable. Man leitet den Strom rein, der wird immer von einem zum nächsten weitergeleitet und der Abgang an den jeweiligen Motor ist dann sehr kurz. Das heißt, die geschirmte Leitung, die nötig ist für den Motorabgang, kann sehr, sehr kompakt gehalten werden. Was sieht man sonst noch? Man sieht hier eine Master-Slave-Anwendung. Der untere Umrichter ist der Master. Über seine entsprechenden Sensoren wird vorgegeben, was als nächstes zu passieren hat und er steuert die nächsten Umrichter mit an. Auf diese Weise können Pufferstrecken oder Ähnliches einfach aus den Umrichtern heraus realisiert werden. Man könnte sagen, das ist so richtig Industrie 4.0 ready. Hier ist nochmal das Förderband von vorhin. Man kann nämlich sehr schön eine Fähigkeit sehen, die dieser Umrichter auch noch hat. Und zwar hat er die Möglichkeit, Servofunktionalität in den asynchronen Motor zu bekommen. Er hat die Möglichkeit, über einen Drehgeber Positionsdaten zu empfangen und dann das Band zu positionieren. Man sieht das sehr schön, er ist hier eingestellt und fährt immer wieder so, dass das Logo immer an der gleichen Stelle zum Stehen kommt. Das war's mit der Messeneuheit von Nord Drive Systems hier im Jahr 2016 auf der SPS. Ein weiterer Vorteil, den Nord noch hat, ist, dass es auf 36 Ländern dieser Erde vertreten ist, dass es also in 36 Ländern der Erde auch Support und Vertrieb gibt. Zum Beispiel auch in Amerika. So, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie es spannend fanden, schalten Sie wieder rein. Ciao, bis zum nächsten Mal. Kanal abonnieren, liken, sharen, posten. Ciao, ciao.